Maschinen produzieren sie. Verpackungen. Verpackungen für Zahnbürsten, Erfrischungsgetränke, Schnittkäse und unzählige weitere Produkte des Alltags. Dafür werden jedes Jahr zig Millionen Tonnen Kunststoff benötigt. Zwar ist das Material schön leicht und daher mit relativ wenig Energieaufwand zu transportieren, dennoch müssen die Verpackungen erst aus recyceltem Kunststoff oder Erdöl hergestellt werden. Nur um mehrere Flaschen für den besseren Transport zusammenzuhalten, werden weltweit jährlich über 1 Million Tonnen Folie benötigt. Die Project Automation and Engineering GmbH hat sich da etwas einfallen lassen. Das Maschinenbauunternehmen in Kranenburg am Niederrhein hat eine neue Verpackungsmaschine entwickelt. Bei dieser Maschine hält keine sogenannte Schrumpffolie, sondern eine hauchdünne, nur 40 Mikrometer dicke Banderole die Flaschen zusammen. Die Flaschen werden dafür in einen Schacht gehoben. In diesen wird über eine Rolle die Banderole hineingeschoben. Die dünne Folie fädelt ein. Es liegt ein Überdruck an. Der Luftdruck schießt die Folie in den Schacht. Hier wird sie mit Unterdruck an dünne Transportbänder gesaugt. Dieses Luft-Vakuum-Transportsystem wickelt die Folie so einmal um die Flaschen. Ein Stab hält die Banderole fest. Die Rolle zieht die Banderole mit einer hohen Kraft zurück und spannt sie so um die Flaschen. Danach wird sie verklebt und abgetrennt. So entstehen innerhalb einer Minute 40 Gebinde. Das Luft-Vakuum-Transportsystem ermöglicht die hohe Taktfrequenz. Die hohe Zugspannung in der Banderole führt dazu, dass nur ein schmaler Streifen Kunststoff ausreicht, um die Flaschen zusammenzuhalten. So können nicht nur 75% Material, sondern auch erhebliche Mengen an Energie eingespart werden. Bisher wurden die Flaschen komplett in Folie verpackt. Die Folie wurde dabei erwärmt, zog sich zusammen und ein tragfähiges Gebinde entstand. Dieser Vorgang entfällt hier völlig. Das spart nicht nur Material, sondern auch rund 95% der bisher eingesetzten Energie und reduziert auch die Treibhausgasemissionen entsprechend. Bei einer Stückzahl von 50 Millionen Gebinden pro Jahr für einen normalen kleinen Getränkeabfüller amortisiert sich die Maschine innerhalb eines Jahres, weil ich ca. 300.000 bis 350.000 Euro einspare an Folie und Energiekosten gegenüber einer herkömmlichen Lösung. Eine weitere Anlage appliziert einen Tragegriff an der Banderole. Es entsteht ein einfach zu transportierendes Gebinde. Das Prinzip dieser materialschonenden Umverpackung lässt sich auch auf andere Produkte, wie zum Beispiel Tüten für Baumaterialien, übertragen. Doch nicht nur bei Umverpackungen können Verpackungsmaschinen Material einsparen. Joghurtbecher, Schalen für Käse, Blister für Zahnbürsten. In Europa werden jedes Jahr nahezu 3,5 Millionen Tonnen sogenannter thermogeformter Verpackungen hergestellt. Beim Produktionsprozess wird eine Kunststofffolie abgewickelt und zwischen zwei Aluminiumplatten erwärmt. Danach wird sie über ein Werkzeug mit Hilfe einer Druckdifferenz ausgeformt. Das heißt, die erwärmte Folie wird in eine Form hineingeblasen. So entsteht eine Schale oder auch ein Becher. Und in diese können dann Stifte, Zahnbürsten oder Joghurt gelegt bzw. gefüllt werden. In Dresden haben Ingenieure einer Ausgründung der TU und des Fraunhofer IVV ein Produktionsverfahren entwickelt, das es ermöglicht, bei den thermogeformten Verpackungen Material und Energie zu sparen. Die Demonstrationsanlage des Start-up-Unternehmens Wattron verdeutlicht die Technologie. Eine Folie wird zwischen zwei Keramikplatten erwärmt.
Danach presst ein Überdruck die erwärmte Folie in die Form. Dabei erwärmen die Keramikplatten die Folie gleichmäßig über ihre gesamte Fläche. Beim Hineinblasen in die Form kommt es dann zu folgendem Effekt. In der Mitte dehnt sich die Folie wie ein Luftballon am weitesten aus. Der Becher hat daher dicke Wände und einen besonders dünnen Boden. Damit der Boden letztendlich stabil ist, muss die Ausgangsfolie dick genug sein. Die Folge? Die Wände enthalten mehr Material, als eigentlich notwendig wäre. Um dieses Problem zu lösen, haben die Dresdner Ingenieure eine spezielle Heizung für die Folie entwickelt. Unter jedem einzelnen Feld dieser Keramikfläche befindet sich ein elektrischer Widerstand. So kann die Folie punktgenau mit einer Genauigkeit von 5 x 5 mm erwärmt werden. Die so erhitzte Folie wird ebenfalls in die Form geblasen. Der neu entwickelte Matrixheizer hat den Vorteil, dass er ein Erhitzen der Folien entsprechend einem sogenannten Temperaturfeld ermöglicht. Beim Becher finden sich dabei außen höhere und in der Mitte geringere Temperaturen. Aufgrund dieses differenzierten Temperaturfeldes passt sich das Fließverhalten der Kunststofffolie optimal an die vorgegebene Form an. Boden und Wände haben eine nahezu gleichmäßige Wandstärke. Es kann daher eine dünnere Folie als Ausgangsmaterial eingesetzt werden. Und mit dieser Technologie kann man nicht nur bei Bechern, sondern auch bei Zahnbürsten und Käseverpackungen Material sparen. Für diese Verpackungen gibt es in der Regel 3D-Daten. Die Ingenieure können daher mit Hilfe dieser Daten das Temperaturprofil für den Matrixheizer berechnen. Und das führt während des Hineinblasens dann zu einem optimalen Fließverhalten der Folie. Bei einer vorgegebenen Form und Verpackung können wir also das Temperaturprofil berechnen, das dann zusammen mit dem Matrixheizer eine materialoptimale Verpackung ergibt. Im Vergleich zum bisherigen können mit dem innovativen Verfahren bis zu 20% des eingesetzten Kunststoffs eingespart werden. Da der Matrixheizer nur punktuell erhitzt wird, reduziert sich zusätzlich auch noch die für das Erwärmen der Folie notwendige Energie ebenfalls um bis zu 20%. Eine Nachrüstung von konventionellen Verpackungsmaschinen mit dem Matrixheizer ist in der Regel möglich. Die Größe des Matrixheizers kann dabei an die zu verformende Fläche angepasst werden. Die Ingenieure produzieren mit Hilfe der neuen Technologie eine materialsparende Verpackung für ein Werbegeschenk bestehend aus Block und Stift. Die Messung ergibt: Rand und Boden der Verpackung sind ausreichend dick und das, obwohl eine um 15% dünnere Ausgangsfolie verwendet wurde als bisher. Also eine Nachrüstung von so einer Maschine mit einem Matrixheizer rechnet sich innerhalb von einem Jahr. Innovative Verpackungsmaschinen helfen, Verpackungen und Energie einzusparen. Angesichts der großen Mengen an um- und thermogeformten Verpackungen, die jedes Jahr produziert werden, ist nicht nur beim Kunststoff das Einsparpotenzial riesig. Würden die innovativen Technologien konsequent eingesetzt, würde, global gesehen, die Energie von mehreren Kraftwerken nicht mehr gebraucht. Die neuen Technologien rechnen sich also nicht nur für die Unternehmen relativ schnell, sondern auch für die Umwelt.